Herzlich willkommen zu unserem ICF-Trainingsvideo. In diesem Video stellt Professor Dr. Manfred Pretis die ICF vor und erklärt, wie diese in der Frühförderung oder auch in der Soziotherapie als hilfreiches Werkzeug genutzt und angewendet werden kann. Zudem beinhaltet dieses Video konkrete Fallbeispiele, zum Beispiel in Form eines Kurzvideos, anhand derer Professor Dr. Manfred Pretis die Anwendbarkeit erläutert. Das Video soll insbesondere eine Unterstützung dafür sein, Teilhabeziele mittels ICF korrekt zu formulieren. Viel Freude beim Zusehen! Ja, danke vielmals. Danke für die Einladung, hier die ICF vorstellen zu dürfen. Das ist jetzt ein Novum, dass wir ein Trainings-E-Video machen. Das Trainingsvideo bezieht sich natürlich nicht nur auf Fachkräfte in der Frühförderung und den frühen Hilfen, sondern natürlich auch auf Soziotherapeutinnen, andere Fachkräfte, die hier Menschen mit Gesundheitsproblemen arbeiten. Das Trainingsvideo ist ein Teil eines EU-Projekts, die First 1000 Days. Okay, meine erste Frage an Sie wäre, was ist die ICF? Ja, die ICF ist eine Beschreibungsmöglichkeit, die Situation eines Menschen mit einem Gesundheitsproblem ganzheitlich zu erfassen und zu beschreiben. Das ist ein Instrument, das die WHO initiiert hat und das auch letztendlich zurzeit in vielen europäischen Ländern als der Goldstandard angesehen wird, die Situation eines Menschen mit einem langfristigen, tiefgreifenden Gesundheitsproblem zu beschreiben. Und es soll natürlich dazu führen, dass wir gemeinsam mit den Betroffenen den Hilfebedarf und Unterstützungsbedarf einschätzen. Und im besten Fall nutzen wir die ICF mit ihrer Sprache und ihren Beschreibungsmöglichkeiten gemeinsam mit der Familie beziehungsweise im Team um den Betroffenen in der Soziotherapie gemeinsam. Und wie können wir die ICF verstehen? Stichwort in Komponenten denken. Ja, also im Normalfall ist es ja so, dass ein Mensch mit einem Gesundheitsproblem mit unterschiedlichen Fachkräften zu tun hat, mit Ärzten und Ärztinnen, mit Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Soziotherapeutinnen, Pädagoginnen, und jeder von diesen Fachkräften verwendet im Regelfall eine andere Sprache, andere Ausdrücke, und im Regelfall tun sich viele Menschen schwer, diese komplexen Ausdrücke zu verstehen, beziehungsweise auch untereinander im Team zu verstehen. Und die ICF bietet jetzt eine Möglichkeit, dass unterschiedlichste Fachkräfte und der Mensch mit einem Gesundheitsproblem hier mit einem gleichen System, mit einem gleichen Kategoriensystem die Wirklichkeit dieses Menschen mit einem Gesundheitsproblem beschreiben. Das heißt, dass die ICF soll dazu beitragen, dass der Erkrankte, der Betroffene gemeinsam mit den Fachkräften hier seine Wirklichkeit mit einem Verständnissystem zu beschreiben. Und es geht hier nicht darum, ein Etikett zu vermitteln wie schizophren, geistig behindert, depressiv, Epileptiker, sondern es geht in der ICF darum, ganz stark die einzelnen Teile, die einen Menschen ausmachen, auseinanderzuhalten, sie vernetzt zu denken und jeweils in diesen verschiedenen Teilen oder Gesundheitskomponenten zu handeln und zu denken. Was sind diese Gesundheitskomponenten? Das ist im Normalfall eine Gesundheitssorge, eine Diagnose. Das heißt, es geht darum, welche Gesundheitssorge liegt vor. Aber ein Mensch ist ja nicht nur gekennzeichnet durch eine Diagnose, sondern in hohem Maße durch eine Individualität. Das bezieht sich auf das Alter, den Namen des Menschen, seine Vorlieben, seine Ausbildung, seine Wünsche. Und jeder Mensch befindet sich aber auch in einer konkreten Umwelt, die den Rahmen seines Tuns darstellt. Und das ist die Komponente Umwelt. Jeder Mensch besteht aber auch aus individuellen Körperstrukturen, Größe, Gewicht, Kopfumfang, und jeder Mensch funktioniert hier physiologisch, chemisch, elektrisch anders. Das heißt, hier geht es ums Denken, Hören, Sehen, Atmen. Aber Ziel ist es natürlich, dass wir einen genauen Blick darauf werfen, wie denn ein Mensch teilhat an all den Dingen, die im Regelfall andere Menschen ohne Gesundheitsproblem auch tun können. Und ICF Denken und Handeln heißt letztendlich, in Richtung Teilhabe oder Teilhabeförderung eines Menschen zu denken. Und wie genau funktioniert das Ganze?
Ja, wie Sie früher schon gehört haben, sind das unterschiedliche Komponenten, in die jetzt letztendlich alle Fachkräfte ihre Informationen einfügen, inklusive dem betroffenen Patienten, dem Kind mit Entwicklungsschwierigkeiten. Eine Gesundheitskomponente sind die Körperstrukturen, eine weitere sind die Körperfunktionen, eine dritte und wichtige ist die Teilhabe, das heißt das sinnvolle Handeln in einem Kontext, eine vierte ist die Umwelt, eine fünfte sind die personenbezogenen individuellen Aspekte. Was heißt das? Im Regelfall wird wahrscheinlich der Arzt, die Ärztin hier sehr viele Informationen in Bezug auf Körperstrukturen und Körperfunktionen beitragen, möglicherweise auch die Physiotherapeutin, Logopädin, Ergotherapeutin in Bezug auf Körperfunktionen. Die Soziotherapeutin, die Lehrerin, die Heilpädagogin wird wahrscheinlich sehr viele Informationen in Bezug auf Teilhabe beitragen, eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter in Bezug auf die Umwelt. Und ich als Person kann natürlich am besten über mich selbst erzählen. Und damit sich die alle verstehen, verwenden sie dieses Schema dieser Begrifflichkeiten. Das führt aber auch dazu, dass jeder dieser Fachkräfte ein bisschen eine andere Denke anwenden wird müssen, weil so die typischen Konstrukte und Komponenten, zum Beispiel vom Psychologen, Psychologinnen, die grobmotorische Entwicklung, die feinmotorische Entwicklung, so nicht mehr genau in diese neue WHO-Klassifikation passen, sondern dass vieles wahrscheinlich hier in Richtung Teilhabe geht. Auch der Arzt, die Ärztin wird klar natürlich in Richtung Körperstrukturen denken, wird den Kopfumfang messen, wird sich aber auch fragen, was möglicherweise eine Mikrozephalie, das heißt ein zu kleiner Kopf, in Bezug auf das Lernen, auf die Teilhabe am Lernen für einen Effekt haben könnte. Und so würde diese gemeinsame Metasprache dazu führen, dass alle Beteiligten, inklusive den Patienten, den Betroffenen, die gleichen Begrifflichkeiten nutzen. Und das erhöht im Normalfall dann das Verständnis im Team, aber auch das Verständnis für den Betroffenen. Welche Abkürzungen werden denn in der ICF verwendet? Ja, wenn Sie als Fachkraft das erste Mal jetzt mit der ICF zu tun haben werden, werden Sie natürlich ein bisschen erstaunt sein über Abkürzungen, über Zahlen. Lassen Sie sich hier nicht verunsichern. Natürlich verwendet die ICF auch Codes, diese können verwendet werden. Im Normalfall müssen diese aber nicht verwendet werden. Darum geht es nicht. Es geht nicht letztendlich diese Abkürzungen verwenden wie Environment oder Umwelt, Körperstrukturen, S oder B, Körperfunktionen, Polyfunction oder D, Teilhabe wie Domäne. Und darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, letztendlich diese Big Six als Rahmen meiner Beschreibung eines Menschen zu verwenden. Und Codierungen und Abkürzungen sind dann eher sekundär, aber es ist gut zu wissen, was denn diese bedeuten. Können Sie uns etwas zur weltberühmten WHO-Grafik sagen? Ja, und diese Big Six, diese Gesundheitskomponenten werden von der WHO hier mittels einer Grafik repräsentiert. Was heißt das Ganze? Das heißt, dass letztendlich ein Mensch immer ein ganzheitliches Wesen ist. Das heißt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gesundheitsproblem und Teilhabe, zwischen der Umwelt und der Teilhabe, zwischen den personenbezogenen Aspekten und der Teilhabe und natürlich auch jeweilige Wechselwirkungen zu den Körperfunktionen und Strukturen. Sie sehen da einige Zahlen, die resultieren daraus aus einer Idee, wie ich denn einen Menschen mit einem Gesundheitsproblem mittels der ICF beschreiben kann. Mein Vorschlag hier ist es, mit der Gesundheitssorge, Gesundheitsproblem zu beginnen, auch wenn das nicht zwingend ist. Aber die meisten Menschen wenden sich natürlich an helfende Berufe mit einem Gesundheitsproblem. Dann würde ich mich dem Menschen in seiner Individualität zuwenden. Das heißt, wer ist dieser Mensch? Was beschäftigt diesen Mensch? Was ist wichtig für diesen Menschen? Das sind die personenbezogenen Aspekte. Im dritten Punkt käme dann die Umwelt, denn die Umwelt definiert letztendlich mein sinnhaftes Tun, ist der Rahmen. Deshalb wäre der dritte Schritt
mit einer Beschreibung die Hinwendung zu den Umweltfaktoren und erst dann würde ich mich dann Körperstrukturen und Funktionen und zu letzter Teilhabe hinwenden, weil es ja letztendlich in vielen Fragestellungen darum geht, liegt hier eine Teilhabebeeinträchtigung vor, beziehungsweise was braucht dieser Mensch an Dienstleistungen, um eine größtmögliche Teilhabe zu erreichen? Welche Herausforderungen liegen denn in der ICF vor? Ja, wie schon vorher gesagt, ist es eine gemeinsame Sprache für Fachkräfte. Das heißt, jeder der Fachkräfte muss hier letztendlich über seine eigene Fachsprache hinaus eine gemeinsame Metasprache lernen und verwenden. Das Ziel ist höhere Verständlichkeit, Transparenz, höhere Teilhabe der Patientinnen und Betroffenen in diesem Prozess. Das bedeutet aber auch letztendlich, dass wir motiviert sind und offen sind, uns auf diesen Prozess als Fachkräfte einzulassen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung und dauert am Beginn sicher ein bisschen Zeit und braucht Training. Und worauf beruht das ganze Konzept? Ja, wenn Sie die Big Six ansehen, dann sehen Sie ja, es geht letztendlich um Teilhabe, es geht um die große Frage, wie denn unter Anführungsstrichen ein Mensch funktioniert, was ein Mensch auch mit einem Gesundheitsproblem sinnhaft tun kann, beziehungsweise sinnhaft tun will. Das wäre dann auch so der teilhabeorientierte Zielaspekt. Und es geht, wenn Sie diese Grafik der Big Six sich ansehen, es geht um Zusammenhänge. Das heißt, wir werden uns in der ICF immer mit Zusammenhängen auseinandersetzen. Wie hängen denn die Körperstrukturen zusammen mit der Teilhabe? Wie hängt denn meine Umwelt zusammen als Barriere oder als Förderfaktor mit der Teilhabe? Und es beruht natürlich, und das ist ein ganz stark biopsychosozialer Ansatz, in dem ich alle diese sechs Aspekte vernetze. Dieser Ansatz beruht auf dem Fokus auf Fähigkeiten, das werden Sie von mir noch hören, dass es darum geht, vorerst einmal zu beschreiben, was ein Mensch tut und kann und nicht so sehr, was er nicht tun kann. Und dahinter versteckt sich auch im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ein neues Verständnis von Behinderung, dass ein Mensch dann behindert ist, wenn es eine Wechselwirkung zwischen seiner Person und der Umwelt gibt. Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich ICF denke und handeln, prinzipiell einmal mir überlege, in welchen Kontexten befindet sich der Mensch, welche Teilhabe in realen, sinnhaften Kontexten möchte ich denn erreichen? Das heißt, Teilhabe ist immer etwas, was ich in einem spezifischen Kontext erreichen will. Im Kontext Schule, ja, dass ich einen kurzen Text schreibe. Im Kontext häuslicher Versorgung, dass ich selbstständig einkaufen gehen kann. Im Kontext Kommunikation, dass ich mich mit Gesten zum Beispiel in der Kita oder auf einem Amt verständigen kann. Ja? Also es geht immer um ein kontextuelles Tun mit dem Fokus, was können wir beitragen letztendlich, dass ein Mensch so sich sinnhaft verhält und das tun kann, was alle anderen ohne Gesundheitsproblem tun können. Und das nennt man eine funktionale Einschätzung. Okay. Ja, und wir kommen später noch zu diesem Beispiel zurück, das wir nennen die betroffene Sarah. Und ICF-Denken heißt jetzt letztendlich, diese Big Six vernetzt sich anzusehen. Wie sieht denn die Gesundheitssorge von der Sarah aus? Da werden wir später hinzukommen. Das ist Depression und eine alkoholbedingte Demenz. Wie sehen denn die personenbezogenen Aspekte aus von Sarah? Wie schaut denn die Umwelt von der Sarah aus? Ist die Umwelt ein Förderfaktor oder eine Barriere? Welche Körperfunktionen funktionieren hier bei Sarah? Wo gibt es möglicherweise Probleme? Wie sieht das beim Körper, bei den Körperstrukturen aus? Und wie beschreibt dann oder wie erfassen wir denn die Teilhabe von Sarah an sinnhaften Lebenskontexten? Das kann sein das Wohnen, das kann sein das Einkaufen, das kann sein die Kommunikation, das kann sein das soziale Leben. Diese Teile können wir vernetzt uns ansehen über diese Begrifflichkeiten und kommen dann zu einer Einschätzung, was denn ein Mensch mit einem Gesundheitsproblem braucht.
Ich hatte früher den fähigkeitsorientierten Ansatz erwähnt. Das ist ein Novum und ist eine große Herausforderung. Viele Fachkräfte sind so ausgebildet, dass sie vor allem darauf schauen, was ein Mensch mit einem Gesundheitsproblem nicht kann. Ja, die ICF lädt ein, primär mal das zu beschreiben, was ein Mensch an Fähigkeiten zeigt. Ja, um letztendlich daraus in der Bewertung zu möglichen Beurteilungen zu kommen. Aber der Beginn ist das Feiern der Fähigkeiten, ist die ressourcen- und fähigkeitsorientierte Hinwendung zu Menschen. Und Sie werden das dann auch an den Beispielen sehen. Das ist manchmal schwer und braucht ganz viel Übung. Wie gesagt, häufig beschreiben wir in Befunden, in Berichten das, was ein Mensch nicht kann, was wir nicht beobachten können. Jens kann den Kopf nicht heben. Wiebke kann nicht Objekten mit den Fingern folgen. Das wären so typische Aussagen von kinderärztlichen Befunden. Hier fokussieren wir auf die Unfähigkeit dieses Kindes, auf das Problem. Ja? Die ICF lädt ein zu sagen, okay, schauen wir mal, was das Kind an Verhalten zeigt oder was der Mensch an Verhalten zeigt und im Nachhinein beurteilen wir, ob das alterstypische Teilhabe ist. Das heißt, der obige Jens, der den Kopf nicht heben kann, fähigkeitsorientiert könnte man sagen, Jens verbleibt im Armstütz, wenn ihm ein kleines Kissen unter die Brust geschoben wird. Das wäre der fähigkeitsorientierte Ansatz. Das beobachten wir, das kann Jens. Ja. Wiebke kann nicht den Objekten folgen, fähigkeitsorientiert. Wiebke blickt geradeaus, wenn er in ihrem Gesichtsfeld von rechts nach links bewegt werden. Das ist die Fähigkeit, die ich von der Wiebke beobachte. Und Sie merken einfach in der Intuition, dass es einen Unterschied macht, sowohl für den Patienten, für die Eltern, als auch für die Fachkräfte, wenn ich das beschreibe, was ein Kind kann oder ein Mensch kann, oder ob ich darauf fokussiere, was ein Mensch nicht kann. Das Fokussieren auf das Nicht-Können führt zu Stigmatisierung von Behinderung, von Gesundheitsproblemen. Und wenn wir langfristig in Richtung Selbstbefähigung und Entstigmatisierung gehen wollen, dann sollten wir einen Fokus auf diese Fähigkeiten legen. Wie gesagt, das ist nicht immer ganz leicht und braucht Übung. Dahinter steckt auch ein konzeptioneller Ansatz, der sehr revolutionär ist. Bislang wurde Behinderung als Eigenschaft einer Person gesehen. Depressiv, schizophren, geistig behindert und was auch immer. Das war immer eine Qualität der Person. Ja. Das neue Bundesteilhabegesetz und die Philosophie der ICF gehen davon aus, dass Behinderung ein soziales Konstrukt ist, dass es Behinderung resultiert immer aus der Interaktion zwischen der Person und der Umwelt. Das heißt, nicht die Person hat als Qualität eine Behinderung, sondern wir müssten zuerst schauen, inwiefern die Umwelt hier förderlich oder hinderlich ist, um die Teilhabe eines Menschen zu ermöglichen. Dazu kommen wir später noch im Beispiel. Ja. Ein wichtiger Punkt ist ja der Fokus auf die Teilhabe. Könnten Sie uns dazu noch mehr erzählen? Ja, dieses Wort ist natürlich im Deutschen wenig gebräuchlich. Im Englischen stammt das aus dem Begriff der Partizipation. Teilhabe heißt jetzt vielleicht nicht ganz wissenschaftlich übersetzt, in realen Lebenssituationen sinnhaft das tun können, was andere Menschen in meinem Alter, mit meinem sozialen Hintergrund sinnhafterweise tun. Das heißt, Teilhabe bezieht sich auf Fragen, wie denn alterstypisch Menschen ihre Welt und ihr Leben aktiv gestalten. Teilhabe bezieht sich darauf, dass ich ein Akteur, das Subjekt meiner Entwicklung bin und aktiv etwas tun kann. Ja? Und bei Jens zum Beispiel, der hier seinen Kopf im Armstütz hebt, ist der Teilhabeaspekt, dass er seine Umwelt explorieren und wahrnehmen will. Bei Wiebke könnte es ein Teilhabeaspekt sein, dass sie zuschauen und nachschauen will. Warum ist das wichtig? Weil viele Fachkräfte noch immer sehr stark funktional denken. Ein Beispiel davon, die Physiotherapeutin arbeitet häufig am Muskeltonus, dass dieser nicht mehr so angespannt ist. Die Psychologin arbeitet möglicherweise
an der Verbesserung der Aufmerksamkeit. Beides betrifft nicht die Teilhabe, sondern betrifft Körperfunktionen. Wenn wir teilhabeorientiert denken und handeln, dann würde die Physiotherapeutin mit dem Ziel handeln, dass sich ein Junge selbstständig in seiner bekannten Umwelt bewegt. Ja? Und wenn wir bei der Psychologin teilhabeorientiert handeln würden, dann würde das heißen, dass der Junge eine Einzelaufgabe selbstständig durchführt oder bei einem Gesellschaftsspiel bleibt. Das heißt, Teilhabe shiftet oder gibt den Fokus auf die sinnhaften Bezüge eines Menschen in seinem Kontext. Mhm. Das mag für Sie als Zuhörerin jetzt noch immer sehr abstrakt klingen, deshalb vielleicht als kleine Hilfestellung, wie wir den Teilhabe eines Menschen beschreiben. Und da gibt es die 9 Bereiche der Teilhabe. Das heißt, wenn wir uns der Teilhabe oder Teilhabebeeinträchtigungen eines Menschen nähern, dann sollten wir uns die Frage stellen, wie sieht denn das Lernen dieses Menschen aus? Kann er zuschauen, zuhören? Kann er sprechen lernen, schreiben lernen, eine Fremdsprache lernen, Wissen anwenden? Wie sieht denn der Umgang mit Aufgaben und Anforderungen an? Kann er Einzelaufgaben lösen? Kann er mit Zeitstress umgehen? Kann er sein Verhalten steuern? Wie sieht denn die Kommunikation aus? Wie kommuniziert denn ein Mensch? Ja? Wie sehr kann er sich denn selbstständig bewegen in seiner bekannten und unbekannten Umwelt? Wie sehr kann er Gegenstände ergreifen, handeln? Ist er in der Lage, mit einem Fahrrad zu fahren? Ist er in der Lage, mit einem Auto zu fahren? Das wäre es. Mobilität, Selbstversorgung würde betreffen. Ist er oder sie in der Lage, selbstständig zu essen, sich anzukleiden, die Toilette aufzusuchen, häusliches Leben? Ist er oder sie in der Lage, selbstständig einzukaufen, sich ein Gericht zu kochen? Interaktionen würde betreffen die Frage, wie geht denn dieser Mensch mit anderen um, mit seiner Familie, mit seinen Freunden? Das geht bis hin zum Umgang in intimen Beziehungen. Der Bereich wichtige Lebensbereiche betrifft, inwiefern ein Mensch mit einem Gesundheitsproblem die Schule besuchen kann, eine Berufsausbildung absolvieren kann oder mit Geld umgehen kann. Und im 9. Bereich geht es darum, hier zu schauen, wie sehr ein Mensch auch in soziale Gefüge, Sportverein, Familienfeiern, bis hin zur Spiritualität eingebunden ist. Also diese 9 Bereiche helfen uns, dieses Konzept Teilhabe zu verstehen und letztendlich auch in den Alltag der Förderung und der Begleitung zu bringen, indem ich mir all diese Fragen stelle, die ich jetzt so salopp und kurz dargestellt habe. Gut, und nachdem wir jetzt ganz kurz eine Einführung in die ICF und in diese 6 Gesundheitskomponenten gegeben haben, würden wir Sie einladen, das an einem konkreten Beispiel für sich einmal auszuprobieren. Ja? Das heißt, Sie sehen hier ein kurzes Video von einem Kind mit der Gesundheitssorge Down-Syndrom. Dieses Kind ist 2,5 Jahre alt und Ihre Übung wäre es, hier die Beschreibung dieses Kindes fähigkeitsorientiert mittels dieser 6 Gesundheitskomponenten zu versuchen. Und nachdem Sie dann das Video sich angesehen haben, werde ich Ihnen eine mögliche Auflösung geben, wie die Beschreibung dieses Kindes, aber auch welchen Hilfebedarf basierend auf der Beschreibung der ICF dieser Junge beziehungsweise diese Familie haben könnte. Dann zeigen wir Ihnen nun das Video, welches ungefähr 1,5 Minuten geht. Viel Spaß. Allez, bonne chère. Bah, maman, maman, viens, c'est ça. Allez, vite. Et qui est? Deux. Ah. Au. Kule yapalım böyle. Hoppa. Bak, gördün mü oğlum? Enes. Hadi, bunu da sen üstüne koy. Koy üstüne. Evet, evet, top. Evet. Hadi koy üstüne bunu. Aferin oğluma. Alkış. Bir de bunu koy. Koy bunu da oğlum. Evet, evet annem. Neymiş o? Ay. Hadi bunu da koy üstüne oğlum. Aferin oğluma. Alkış. Hadi bir de bunu koy oğlum. Evet.
Aferin. Alkış. Bir de bunu koy. Bir de bunu koy. Koy bunu da. Sonra birazdan. Birazdan çıkartırız. Hadi bunu da bunun üstüne koy oğlum. Aferin. Alkış. Bitti. Hoppa. Danke, dass Sie sich auf diese Übung eingelassen haben. Und ich möchte Sie jetzt als Expertinnensicht, der also die ICF schon seit vielen Jahren jetzt auch verwendet in konkreten Situationen, einladen, diese eine mögliche Lösung zu reflektieren. Ja? Wir haben also, wenn wir bei der Gesundheitssorge ausgehen, bei der Diagnose, das ist hier ein Hilfsinstrument vom SPZ Frankfurt Mitte, wenn wir von der Diagnose ausgehen, dann liegt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Down-Syndrom als Gesundheitssorge und Diagnose vor. Ja? Wenden wir uns dem zweiten Aspekt der ICF zu, dem personenbezogenen Aspekte. Hier würde der Teil Person betrachtet werden. Wir sehen also einen 2,5-jährigen Jungen. Wir verstehen und hören, dass die Bezugsperson ihn auf Türkisch anspricht und Enes nennt. Wir beobachten, dass Enes wahrscheinlich in einem türkischsprachigen Kontext aufwächst. Was wir nicht wissen, ist, wie die Vorgeschichte war, wie die Schwangerschaft war, wie die Geburt war. Auch das wären jetzt noch personenbezogene Aspekte, die wir aber dann im gemeinsamen Gespräch mit der weiblichen Bezugsperson erheben müssten. Aber das wären jetzt so typisch personenbezogene Aspekte von Enes. Ja, und ich habe Sie vorher eingeladen, auf die Umwelt zu fokussieren. Die Umwelt ist der Rahmen, in dem wir Menschen aktiv werden. Und da ist immer die Frage, ist diese Umwelt ein Förderfaktor oder ist sie möglicherweise eine Barriere für die Teilhabe von Enes? Ja? Was können wir sehen? Wir beobachten, dass Enes passend gekleidet ist. Es sind Spielmaterialien vorhanden, ein Kasten, ein Bügelbrett. Sie sehen auch hier diese Abkürzung E1. Das heißt, wir wissen, hier geht es um die Umwelt des Kindes. Wir sehen mindestens zwei Personen, eine weibliche, möglicherweise die Mutter. Sie beschäftigt sich mit Enes. Eine weitere zeichnet das Video auf. Die Mutter und die andere Person begleiten Enes beinahe fortwährend sprachlich, geben ihm Anleitungen, zeigen, wo Enes die Klötze hinlegen soll, lenken durch Berührungen seinen Blick, reichen dem Jungen die Bausteine, legen einen Baustein auf seinen rechten Fuß klatschen, nachdem Enes den Turm umwirft. All das sagt uns etwas über die Einstellung der Bezugspersonen. Das wäre jetzt also die Hinwendung der Umwelt. Und Sie merken, das ist rein beobachtungsorientiert. Da gibt es keine Bewertung drinnen, da gibt es kein Nicht, was wir nicht beobachten können, sondern das ist das, was wir beobachten und beschreiben können. Wir wenden uns jetzt ähnlich wie in der Grafik vorher gezeigt den Körperstrukturen zu. Das ist die Anatomie. Wir können beobachten, dass Arme, Beine, Rumpf, Kopf grob klinisch intakt sind. Wir haben natürlich keine körperlichen ärztlichen Untersuchungen durchgeführt. Das würde der Arzt, die Ärztin machen. Aufgrund der Gesichtszüge und der Augenform mutmaßen wir, dass es hier ein Kind mit einem Down-Syndrom handelt. Wir haben aber auch keine Informationen über mögliche Herzfehler. Das müssten wir dann gemeinsam mit dem Arzt und der Ärztin besprechen. Also das wäre jetzt so die Information über die Körperstrukturen von Enes. Ja, und Sie merken schon, Körperstrukturen sind also eher die Domäne von ärztlicher Diagnostik und Untersuchung. Wir wenden uns jetzt den Körperfunktionen zu. Wir beobachten, dass Enes wach ist. Wir beobachten, dass Enes seine Aufmerksamkeit ungefähr 25 Minuten aufrechterhält. Er kann wahrscheinlich, ohne dass wir das jetzt untersucht haben, hören und sehen. Enes erzeugt einige Laute während der Situation, offensichtlich auch ohne letztendlich, dass wir das ärztlicherweise versucht haben, atmet Enes selbstständig, das ist ja selbstevident. Und was wir auch sehen in Bezug auf seine Neuromotorik, er streckt seine Hand zielgerichtet aus, um die Blöcke zu ergreifen und er legt diese Blöcke auf den Turm. Und Enes kann auch seine Knie abwinkeln. Sie sehen hier die Abkürzung B, das ist für Body Functions. Diese
Körperfunktionen werden häufig von Ärztinnen, Physiotherapeutinnen, Logopädinnen beschrieben und erhoben. Der wirklich interessante Bereich in Bezug auf die Darstellung eines Hilfebedarfs oder Teilhabebeeinträchtigung ist natürlich das Thema Teilhabe. Und wie Sie sehen, bin ich hier wieder dieser Logik dieser neuen Teilhabebereiche gefolgt. Wir sehen beim Lernen, dass der Enes Klötze betrachtet, da geht es ums Zuschauen, er klatscht in die Hände und imitiert seine Mutter, da geht es ums Nachdenken. Amen. Und er hört seiner Mutter zu, da geht es zuhören. Und all das würde die ICF unter dem Bereich Lernen subsumieren. Es geht um Anforderungen aus dem Bereich ICF, das heißt, inwiefern Enes eine einzelne Aufgabe hier einen Turmbau selbstständig macht. Es geht um Kommunikation. Enes versteht offensichtlich die Anleitungen seiner Mutter, weil er darauf reagiert und er lautiert und gestikuliert. Ein weiterer Bereich ist die Mobilität. Wir sehen, dass Enes am Boden selbstständig sitzt, seine Körperposition aufrechterhält, dass er Blöcke ergreift und dass er diese Blöcke auch mit seinen Händen dreht. Wir sehen den Teilhabebereich Interaktion. Er nimmt Blickkontakt mit seiner Mutter auf. Und wir sehen im Bereich Spiel, dass er mit Unterstützung und Motivation mit der Mutter dieses gemeinsame Spiel durchführt. Das wäre jetzt letztendlich die Beschreibung, die fähigkeitsorientierte Beschreibung der Teilhabe. Gut, und die ICF lädt Sie jetzt in einem zweiten Schritt ein, diese Aspekte zu beurteilen. Das heißt, die ICF macht hier keine Beschönigung von Teilhabeschwierigkeiten, sondern sagt, okay, im ersten Schritt beobachten wir und beschreiben wir, was ein Mensch vernetzt in Bezug auf seine Gesundheitskomponenten tut. Und jetzt beurteilen wir. Und ich mache eine schnelle Beurteilung, inwiefern die materielle Umwelt von Enes ein Förderfaktor oder Barriere ist. Und ich glaube, die meisten Fachkräfte würden mir zustimmen, dass hier die materielle Umwelt ein Förderfaktor ist. Dass es zwei Bezugspersonen gibt, können wir so auf die Schnelle bei einem 1,5-minütigen Video auch als Förderfaktor annehmen. Wir können aber auch beobachten, dass die Mutter eher schnell auf reagiert während der Situation, dass sie immer wieder Steine und Klötze ihrem Sohn reicht, dass sie vieles verbal begleitet. Und aus fachlicher Sicht müsste man die Frage stellen, ob die Mutter hier nicht etwas zu schnell reagiert, weil wir ja auch mutmaßen können, dass Enes hier relativ wenig Raum und Zeit für Eigenaktivität hat. Und das würde ich wahrscheinlich als Fachkraft hier als nicht spezifiziert beurteilen. Das heißt, ich weiß es nicht, ob das ein Förderfaktor oder eine Barriere ist für Enes. Ja? Gehen wir jetzt in Richtung Teilhabe. Was können wir beobachten? Er hört zu, er ahmt nach. Das ist in Bezug auf alterstypische Teilhabe kein Problem. Er soll einen Turm bauen. Wir sehen, da braucht er sehr viel Hilfe. Die Mutter bekräftigt ihn, die Mutter begleitet ihn, die Mutter gibt ihm die Steine, die Klötze. Die Mutter weist darauf hin, wo er die Klötze hingeben soll. Das ist in Bezug auf alterstypische Teilhabe aus fachlicher Sicht eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung. Andere 2,5-jährige Kinder würden hier sehr viel stärker schon eigenmotiviert diese Aufgabe durchführen. Wir sehen, dass der Junge lautiert. Wir können aber nicht beobachten, ob er spricht. Das heißt, eigentlich müsste man hier sinnhafterweise beurteilen, dass wir nicht wissen, wie wir die Kommunikation beurteilen können. Wir wissen auch nicht, inwiefern der Junge läuft. Beobachten können wir, dass er sitzt und greift. Auch hier würde ich vorschlagen, dass wir es nicht wissen, inwiefern hier die Teilhabe in irgendeiner Form beeinträchtigt ist. Was wir aber sehen, ist, dass er Augenkontakt hält, dass er abwartet. Und das ist in der ICF im Bereich Interaktion. Und da können wir auch sagen, das ist kein Problem in Bezug auf alterstypische Teilhabe. Gut. Bitte weiter. Ja. Aus dieser Beurteilung ergibt sich jetzt somit unsere Interpretation einer erheblichen Teilhabebeeinträchtigung, wie es das BTHG in Deutschland vorsieht. Wir sehen Teilhabebeeinträchtigungen beim selbstständigen Durchführen von einzelnen Anforderungen und wir sehen gleichzeitig eine generell förderliche materielle Umwelt und wir machen uns ein bisschen Sorgen in Bezug auf die Geschwindigkeit der
Interventionen der weiblichen Bezugsperson, inwiefern möglicherweise dieses Verstärken und Erreichen von Klötzen und bei der Sache halten, möglicherweise die Selbstständigkeit von NS einschränken könnte. Daraus ergeben sich zwei Teilhabeziele. Als Beispiel, NS baut zu Hause selbstständig einen Turm aus 5 Klötzen. Das wäre das Teilhabeziel zum ersten Punkt. Und das zweite Teilhabeziel wäre ein Umweltziel. Die Mutter wartet beim Spielen mit NS ab, zählt zum Beispiel innerlich bis 10, bevor sie NS Unterstützung gibt. Das wären die beiden Teilhabeziele. Und welche Services würden sich jetzt so auf die Schnelle davon ableiten lassen? Wir können annehmen, dass für das Teilhabeziel des selbstständigen Bauens und das Vollführen einer Aufgabe selbstständig möglicherweise Ergotherapie hier sinnvoller wäre und in Bezug auf die Unterstützung durch die Mama, dass diese möglicherweise die Selbstständigkeit stärker hervorhebt, eine Erziehungsberatung für die Mutter. Also das wäre jetzt letztendlich der Abschluss dieser Übung. Wir haben begonnen bei der Beschreibung von NS mittels dieser 6 Komponenten und sind jetzt bei den notwendigen Services angekommen. Natürlich wohlweislich, dass wir hier einen Verhaltensausschnitt von 1,5 Minuten haben und dass es natürlich sehr viel mehr Zeit brauchen würde, in Realität hier die Teilhabebeeinträchtigungen, Teilhabeziele und Services zu definieren. Ja, und es geht ja nicht nur um Teilhabe von Kindern, sondern die ICF beschreibt ja Teilhabe von allen Menschen. Und im zweiten Beispiel möchte ich jetzt wieder zurückkommen auf Sarah aus dem eher sozialpsychiatrischen Bereich. Wir haben bei der Sarah die einen realen Hintergrund hat. Wir haben eine diagnostizierte Alkoholdemenz, wir haben eine mittelgradige Depression und wir sehen Neuropathien. Das heißt, Sarah hat Schmerzen bei ihren Nerven, vor allem im Beinbereich. Das ist die Gesundheitssorge von Sarah. Ja. Was können wir personenbezogen in Bezug auf Sarah sagen? Sie ist weiblich, ist Österreicherin, geschieden. Sie strickt gerne, sie ist in Rente. Ja. Es gibt Vorbelastungen, sie begann im Alter von 45 Jahren heimlich zu trinken. Das betrifft jetzt die Anamnese. Ihre Ehe zerbrach, sie verbrach die letzten 6 Jahre in einem Pflegeheim aufgrund ihrer Demenz, konnte aber im letzten Jahr in ein teilzeitbetreutes Wohnen übersiedeln. Also das betrifft jetzt die Person von Sarah und ihre Anamnese, das sind also die personenbezogenen Aspekte nach ICF. Wenden wir uns der Umwelt zu, sie bewohnt zurzeit ein kleines Apartment, sie trägt passende Kleidung, sie verfügt über einen Computer, über Internetzugang und hat ungefähr 3 Bezugspersonen. Ja, diese kümmern sich rund einmal in der Woche um Sarah, sie bezieht Pflegegeld, bekommt Rentengeld und die Versorgung im teilzeitbetreuten Wohnen entspricht einer Vollpension. Das heißt, sie kann dort Frühstück, Mittagessen und Abendessen haben. Ja. Gehen wir in Richtung Körperstrukturen. Was können wir da beobachten? Sarah hat einen Body-Mass-Index von 33, ist also übergewichtig und möglicherweise gibt es im Zusammenhang mit ihren Neuropathien Veränderungen der Beinvenen. Ja, aber das würde hier ein Arzt, eine Ärztin feststellen müssen. Gehen wir zu den Körperfunktionen. Da geht es zum Beispiel ums Schlafen. Sarah wacht um 4 Uhr morgens auf. Sie bleibt seit Monaten in ihrem Apartment. Sarah äußert, dass sie sich wie in einem Gefängnis fühle. Sarah hat Schmerzen in den Venen, das wäre so die Körperfunktion Schmerzen. Und Sarah ermüdet nach 5 Minuten Aktivität, das ist also die Körperfunktion, neuromuskuläre Funktionen, Belastbarkeit, muskuläre Belastbarkeit. Gut, wenden wir uns jetzt aber den wichtigsten Teil zu, das ist die Teilhabe von Sarah. Was betrifft das Lernen von Sarah? Sarah informiert sich im Internet, das wäre Lernen. Sie schiebt Anforderungen, zum Beispiel Einkäufe auf. Sie bleibt in ihrem Apartment. Sarah kommuniziert über SMS. Sie ist selbstständig, läuft kurze Strecken, 5 Minuten. Sie kümmert sich um andere Menschen. Das betreffe den Teilhabebereich Interaktion. Und sie hat eine Erwachsenenvertretung für Geldgeschäfte. Das wäre der Teilhabebereich DORA 8, wichtige Lebensbereiche. Und letztendlich geht es um die Frage, welche Hilfe braucht denn Sarah aus dieser komplexen Beschreibung?
Wir haben also jetzt grob die Situation von Sarah mittels der ICF beschrieben. Noch einmal, das ist alles fähigkeitsorientiert. Hier werden Sie nirgends ein Wort finden, was Sarah nicht kann, sondern es geht wirklich darum, was können wir hier in Bezug auf die unterschiedlichen Komponenten beobachten. Und das Gleiche wie beim Enes, jetzt kommt die Beurteilung. Wir können beurteilen, dass die materielle Umwelt ein Förderfaktor ist. Die drei Bezugspersonen sind natürlich für eine erwachsene Frau interpretativ als Fachkraft hier eine Barriere. Das sind sehr wenige Bezugspersonen, die hier Sarah hat. Ja? Gehen wir zu den Körperfunktionen. Sich zu motivieren, etwas Neues auszuprobieren, konnten Sie ja hören, Sarah bleibt in ihrem Apartment, schiebt Dinge auf. Das ist eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung. Durchzuschlafen ist, wenn man um 4 Uhr in der Früh aufwacht, im Regelfall ein erhebliches Problem. Ja. Und der Schmerz, den Sarah in Bezug auf ihre Venen spürt, schildert sie selbst als leichtes Problem. Also im Normalfall machen wir diese Beurteilung ja gemeinsam mit Sarah, mit den Betroffenen. Das ist jetzt nicht nur eine rein fachliche Einschätzung, sondern hier geht es wirklich ums Team mit den Betroffenen. Ja. Schauen wir uns wieder den wichtigen Teil der Teilhabe an. Teilhabebereich Lernen, Zeitung lesen, sich über die Welt informieren. Das ist kein Problem. Sarah liest hier im Internet Zeitungen, informiert sich. Kommunikation, sie nutzt das Internet, sie äußert sich sprachlich, sie hat ein Mobiltelefon, schreibt SMS. Das ist auch von der Teilhabe kein Problem. Mobilität. Sie können sich erinnern, sie kann für 5 Minuten sich frei bewegen. Das ist für eine 59-jährige Frau im Regelfall in Bezug auf die Altersgruppe anderer 59-Jähriger ohne Gesundheitsproblem eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung in der Mobilität. Häusliches Leben, Einkaufen machen, zur Bank gehen, das vermeidet ja Sarah. Sie bleibt in ihrem Apartment. Das ist eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung, weil sie letztendlich nicht zu ihrem Bargeld kommt und weil sie letztendlich selbstständig zurzeit kaum Einkäufe macht. Das ist eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung in Bezug auf andere 59-Jährige. Soziales Leben, etwas gemeinsam unternehmen, ist eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung, weil sie die meiste Zeit in ihrem Apartment bleibt. Also das wäre jetzt die Beurteilung auf der Basis der Beschreibung. Ja, ähnlich wie bei Enes die Frage, welche Hilfe und Unterstützung braucht jetzt Sarah? Wir sehen also, dass sie erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen im Bereich Mobilität, häusliche Versorgung und soziales Leben hat. Ja, das sind alle die Bereiche, die früher in Rot beurteilt wurden. Das ist auch in Übereinstimmung mit dem Bundesteilhabegesetz. Das sind sogenannte erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen. Daraus würden auch letztendlich Leistungen resultieren. Ja, gleichzeitig hat sie natürlich aber auch körperfunktionale Probleme, und zwar in Bezug auf ihre Schmerzen und in Bezug auf ihre Motivationslosigkeit. Das heißt, in einer schnellen Interpretation würde man hier sagen, Sarah braucht körperfunktional die Gabe von Antidepressiva und teilhabeorientiert braucht sie zum Beispiel hier mobile soziotherapeutische Angebote 2-mal wöchentlich aufsuchen. Das heißt, die Soziotherapeutin käme hier hin und würde gemeinsam vor allem Aktivitäten mit Sarah durchführen. Das ist ein realer Fall und seit einer Woche hat Sarah letztendlich hier in Österreich genau eine solche Soziotherapeutin. Und der erste Termin fand schon letzte Woche statt. Die gingen gemeinsam zur Bank, die gingen gemeinsam einkaufen und Sarah schilderte mir dann in wirklich erleichtert, wie toll das ist, dass es diese Person gibt, die gemeinsam mit ihr diese Dinge tut, die für sie natürlich zurzeit noch eine große Schwelle sind. Ja? Und das zugehörige Teilhabeziel für Sarah wäre, Sarah sucht selbstständig einmal pro Woche einen Supermarkt oder eine Bank zum Geldabheben auf. Aber das wäre letztendlich das Ziel nach diesen 2 Jahren Soziotherapie, die Sarah letztendlich hier vom Kreis, vom Sozialamt bewilligt bekommen hatte. Ja, und hoffentlich wird Sarah das gemeinsam mit der Soziotherapeutin auch schaffen. Okay, wow. Vielen Dank. Eine abschließende Frage ist noch, was ist neu in der ICF? Ich glaube, Sie konnten das an den Beispielen ja selbst erleben. Das, was wir bei beiden Beispielen an
Teilhabe beschreiben, an Körperfunktionen, Strukturen, Umwelt beschreiben, ist fähigkeitsorientiert. Das heißt, hier kommen nur Dinge vor, die wir beobachten können, die letztendlich Aktivitäten und Fähigkeiten des Menschen sind. Das heißt, das geht in Richtung ressourcenorientiertes, fähigkeitsorientiertes Weltbild eines Menschen, das die Fähigkeiten eines Menschen hervorhebt. Ja. Das Zweite ist, dass wir in der Beschreibung sowohl von Enes als auch von Sarah beobachten können, dass es Bereiche gibt, die kein Problem sind, die also Ressourcen, die Stärken sind, und dass es aber Bereiche gibt, die dann eine Teilhabebeeinträchtigung und ein Problem darstellen. Das heißt, wir nähern uns hier in einer sehr differenzierten Weise Menschen, dass wir sagen, hier gibt es Fähigkeiten, Fertigkeiten, Ressourcen, Stärken, Bereiche, die der Mensch für sich selbst altersgemäß machen kann, aber es gibt auch Bereiche, in denen er Hilfe wahrscheinlich braucht, und das ist letztendlich ein sehr differenziertes, eine sehr differenzierte Darstellung eines Menschen in seinen Stärken, aber auch in jenen Kompetenzen, die er oder sie möglicherweise erwerben sollten. Was Sie auch beobachten konnten, ist, wir fokussieren auf Teilhabeziele, das heißt, das Ziel ist das, was der Mensch nach der Begleitung, Assistenz, Therapie, Behandlung selbstständig machen kann oder machen will, im Regelfall in einem Zeitraum, der letztendlich in irgendeiner Form vorhersehbar und darstellbar ist. Im Bereich Frühförderung, im Bereich Soziotherapie sprechen wir so von Zeiträumen von 6 Monaten bis einem Jahr, wo wir hier Teilhabeziele häufig drei an Zahl, damit man sich es auch merken kann, definieren. Und wir sehen, dass diese 6 Begrifflichkeiten, diese 6 Gesundheitskomponenten von allen Berufsgruppen und von Betroffenen selbst verwendet werden sollen. Und wir schaffen hier somit ein gemeinsames Verständnis einer komplexen Situation für Menschen mit Gesundheitsproblemen. Natürlich kann ich die ICF für alle Menschen anwenden. Praktischerweise wird sie zurzeit eher für Menschen mit Gesundheitsproblemen verwendet. Was Sie auch eingeblendet sehen, ist eine ICF in familienfreundlicher Sprache. Die ICF selbst, wenn Sie sie in der Originalversion lesen werden, ist sehr komplex, ist teilweise in der Sprache sehr technokratisch. Das selbst stellt eine Hürde für die Fachkräfte, aber auch für die Betroffenen dar. Und um das, diese Hürde ein bisschen zu erleichtern, haben wir in diesen Projekten auch die ICF in eine familienfreundliche Sprache übersetzt. Das können Sie frei downloaden in unterschiedlichen Sprachen, damit Sie auch mit türkischstämmigen Familien, albanisch, mazedonisch sprechenden Familien oder englischen sprechenden Familien gut kommunizieren können. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Dr. Pretis. Wie eben auch genannt, finden Sie die PDF-Broschüre zum Download in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dieses Video für Sie hilfreich war. Und wenn Sie weitere Fragen haben, finden Sie zu der PDF-Datei auch unsere Kontaktdaten und dürfen gerne Fragen stellen. Ja, ich bedanke mich und alles Gute. Ja, ich sage auch Danke zu meinem Kater, der hier mein Soziotherapeut war und mich große Strecken dieses Videos begleitet hat. Sehr schön.